Ihr habt es so gewollt. Ihr wolltet mehr Foodhauls. Ihr bekommt heute noch ein Foodhaul. Ich begrüße euch zu diesem Video. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, zum Foodhaul und unserer Speiseplanung. Ich war einkaufen, habe die Einkäufe wieder hinter mir schön aufgebaut und zeige euch jetzt, was ich beim heutigen Aldi-Einkauf für eine Woche mitgenommen habe. Ich habe 7 Gerichte geplant. Welche das sind, welche Gerichte ich aus diesen Einkäufen zaubern möchte, bekommt ihr im Anschluss des Foodhauls zu sehen. Deswegen auf jeden Fall dranbleiben. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit diesem Foodhaul. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und bitte nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Ich lege wieder los mit Gemüse und Obst zuerst. Und Gemüse, ich habe mich sehr gefreut heute, dass die Gurken nicht mehr so unfassbar teuer waren. Ich habe gleich 3 Stück gekauft. Pro Gurke waren es 33 Cent und ja, die letzten Wochen war es ja echt krass, was die Gurken so gekostet haben. Deswegen habe ich mich sehr gefreut und habe direkt 3 Stück gekauft für ganz viel Gurkensalat. Einmal Paprika. Wir haben aber auch noch welche im Kühlschrank, aber Paprika brauchen wir immer ordentlich. Dann habe ich mitgenommen Champignons, eine Packung und eine Stange Lauch. Leckere Möhren und Brokkoli. Eine Avocado durfte noch mit und die ist schon schön reif. Die muss ganz schnell gegessen werden. Und wie immer Äpfel. Äpfel, Äpfel, Äpfel. Mein Sohn liebt einfach Äpfel. Genauso wie Erdbeeren. Also es ist so ein Erdbeermäulchen. Der isst das einfach so gerne. Der isst ein so ein Ding. Erdbeeren isst der in 0, nichts auf. Und Birnen essen wir alle immer ganz gerne. Ich mache mir die auch immer ganz gerne ins Porridge. Mango ist auch sehr, sehr beliebt bei uns. Und Bananen haben wir eigentlich auch immer zu Hause, immer zum Snacken. Salat möchte ich diese Woche auch machen. Ordentlich Salat. Es wird ordentlich Salat geben, weil das passt einfach perfekt so in den Frühling und Sommer. Da esse ich das so gerne. Und denke jetzt gerade, ich hätte fast noch mehr kaufen können. Damit ich es in den Kühlschrank räumen kann, mache ich mit den Milchprodukten weiter. Ich habe 2-mal Milch gekauft. Wir haben aber auch noch 2,5 Liter ungefähr im Kühlschrank. Das heißt, das wird für diese Woche auf jeden Fall reichen oder sollte reichen. Auch weil ich mir für mein Porridge wieder eine Hafermilch gekauft habe. Das heißt, Milch haben wir auf jeden Fall genug für diese Woche. Ich versuche ja eigentlich normalerweise so wenig wie möglich mit Sahne und so weiter zu kochen und das Ganze ja nicht so fettig zu machen. Trotzdem habe ich diese Woche 2 Gerichte, die doch ein bisschen mächtiger sind. Und zwar einmal brauche ich 2-mal Schlagsahne für ein Gericht und Creme Fraiche für ein anderes. Wobei ich glaube, ein Becher eigentlich reicht bei der Creme Fraiche. Das ist ein Rezept, das ich selber so ein bisschen gerade am entwickeln bin und versuche das lecker zu machen und ja, deswegen muss ich da an der Rezeptur noch ein bisschen arbeiten. Und ich habe vorsichtshalber mal 2 Becher Creme Fraiche mitgenommen, aber lecker wird es auf jeden Fall. Außerdem eine Packung Quark, oh Quark, und 1 Becher Naturjoghurt und Butter brauchten wir auch neu. An Aufschnitt, Aufstrich und so weiter kaufe ich ja gar nicht immer so viel, also bei uns gibt es normalerweise keine Wurst oder sowas oder nicht mehr. Ich habe diesmal nochmal diesen Aufstrich hier gekauft, den Kräuter-Tomate-Aufstrich, der ist super lecker. Es gibt auch so einen super leckeren Aubergine-Aufstrich, aber ich habe jetzt nur einen gewählt heute. Und sonst essen wir eigentlich, wenn wir Brot essen, immer Käse, Frischkäse und Gouda. Zum Thema Brot kaufe ich ja normalerweise immer Brötchen, so 1, 2 Tüten. Aber habe ich heute nicht gemacht. Brot backe ich ja immer selber, sage ich gleich auch nochmal was zu. Was ich aber heute gesehen habe, was ich ganz cool fand, es gibt so diese Flatbread Sandwich heißt es. Da sind 6 Stück drin und die kann man so, ja, ist wie so ein Mini-Döner, wie so ein Mini-Döner-Sandwich, kann man sich befüllen und das dann so essen. War jetzt auch irgendwie runtergesetzt. Es gab, habe jetzt einige Sachen gesehen, die ja schon sehr nah am Ablaufdatum sind, die runtergesetzt waren, die Milch beispielsweise auch, aber das habe ich erst jetzt gerade gesehen, gar nicht im Supermarkt selber. Ja, ich hätte auch 2 kaufen können, hier steht nämlich geeignet zum Einfrieren drauf, das ist auch immer eine super Möglichkeit, dass man auch immer irgendwie was da hat, was man sich schnell mal machen kann. Aber ja, die habe ich jetzt so als Brötchenersatz, eine Packung auch nur gekauft und Brot werde ich selber backen. Problem da, ich mache immer eine Mischung aus Dinkelmehl und Dinkelvollkornmehl. Ich kriege aber beim besten Willen im Moment kein Vollkornmehl. Ja, ich glaube, ihr kennt das alle, sind wir von dieser Mehlknappheit, ich glaube, alle irgendwie so ein bisschen betroffen. Und Mehl oder Weizenmehl, beziehungsweise Dinkelmehl und Weizenmehl habe ich eigentlich auch noch hier, aber ich
möchte das halt gerne so ein bisschen gemischt haben. Ja, jetzt habe ich was anderes gekauft. Ich habe jetzt doch mal so eine fertige Brotbackmischung gekauft und zwar für Sonnenblumenkernbrot. Ich mache mir das ja immer im Brotbackautomaten. Eine Packung reicht für 2 Brote. Das werde ich gleich direkt machen. Und dann werde ich, wenn es dann wieder Vollkornmehl gibt, mir dann auch wieder mein Brot, das Mehl dafür, die Mehlmischung wieder selber machen. Aber jetzt fürs Erste, ja, für jetzt ist das erstmal in Ordnung. Das werde ich gleich direkt anschmeißen. Dann brauche ich einmal Blätterteig. Ja, ja, ich freue mich sehr auf dieses Gericht, das ich damit geplant habe. Und Tortellini. Ich habe 3 Packungen jetzt gekauft, weil ich einen sehr hungrigen Mann zu Hause habe. Und wenn es Tortellini gibt, mein Sohn auch immer sehr, sehr gerne davon isst. Für mein Porridge brauche ich immer Haferflocken. 2 Packungen habe ich jetzt gekauft. Ich kaufe immer die zarten. Eier kaufen wir ja auch immer. Ich habe jetzt heute eine Packung gekauft. Ich hoffe, wir kommen damit hin. Es sind auch noch so ein paar, so 1, 2 ungefähr im Kühlschrank. Nicht zu viele. Aber sonst plane ich auch ganz gerne oder habe ich häufiger auch mal Gerichte geplant, wo man einfach Ei für braucht. Das habe ich diesmal nicht. Das heißt, die sind für Frühstück und so weiter, wenn man sich mal mittags ein Spiegelei machen will oder so. Und ich hoffe, mit einer Packung kommen wir dann hin. Reis brauchten wir unbedingt. Ich habe ein Reisgericht geplant diese Woche und wir haben, glaube ich, wirklich gar keinen Reis mehr. Und dann habe ich noch 2 Tomatenmark gekauft. War eine Zeit lang ja auch so ein bisschen Running Gag hier auf diesem Kanal, Tomatenmark, weil wir immer Massen an Tomatenmark da haben. Mittlerweile aber gar nicht mehr so viel. Also ich zumindest, wenn ich sehe, das Tomatenmark ist fast alle, dann kaufe ich 2 neue Tuben. Das hat mein Mann, der dann so 10 kauft ungefähr. Aber ja, Tomatenmark ist fast alle und ich habe 2 Tuben gekauft. Mais, diese kleinen Pöttchen Mais habe ich gekauft für Salat. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob die auch in einem Gericht, an einem Gericht noch vorgeplant sind. Und 2 Thunfisch. Und für die Vorratskammer, Schublade, weil wir keine einzige mehr davon haben, habe ich eine Dose Tomaten gekauft. Es gibt im Moment nicht mehr die gestückelten, sondern nur noch die ganzen. Aber ja, für den Notfall habe ich halt immer ganz gerne eine Dose Tomaten zu Hause. Aber wie gesagt, geplant ist damit nichts. Aber wenn man sich so einen Vorrat anlegen möchte, ist es auch immer ganz cool, wenn man bei jedem Einkauf einfach eine so eine Dose mitnimmt. Und auch wenn man sie dann nicht verplant hat, eine Dose mitnehmen beim Einkauf, das ja, man geht nicht viel ins Geld, aber so nach und nach baut man sich dann halt einen Vorrat damit auf. Wir sind fast am Ende des Food Hauls, erkennt man daran, dass ich bei den Snacks angekommen bin. Ich habe mitgenommen 1 Packung Maiswaffeln, denn auch die esse auch ich ganz gerne. Die Reiswaffeln mag ich gar nicht, aber Maiswaffeln finde ich echt ganz lecker. Diese hier hat mein Mann absolut gefeiert. Die dunkle Schokolade mit ganzen Mandeln drin. Für mich was Leckeres, eine Tüte Katjes Wunderstern. Und 1 Packung Studentenfutter habe ich noch mitgenommen. Wir kaufen sonst ganz gerne diese Nussmischungen, weil da einfach keine Rosinen drin sind. Aber muss sagen, mir sind die auch manchmal einfach ein bisschen zu teuer. Und deswegen habe ich Studentenfutter genommen. Und ich persönlich habe auch nichts gegen die Rosinen. Und zu allerletzt, ganz spannend, Müllbeutel. Ja, die brauchten wir ganz dringend. Und damit kommen wir jetzt zu der spannenden Frage. Was hat mich dieser Einkauf gekostet? Und bin ich im Budget geblieben oder nicht? Also ich kann schon mal direkt sagen, ja, ich bin im Budget geblieben. Ich bin sogar unter dem Budget geblieben. Mich sehr darüber gefreut. Ich habe aber 2 Sachen im Aldi nicht bekommen. Die sind aber auch nicht besonders teuer. Das sind einmal Wraps, 1 Packung Wraps und einmal 1 Bund Dill. Das werde ich beides im türkischen Supermarkt kaufen und werde da auch jetzt nicht die Welt für bezahlen. Und ich werde weiterhin unter Budget bleiben. Denn bezahlt habe ich insgesamt 58 Euro. Glatt. Wann passiert das denn? Also passiert ja super selten, dass man irgendwie einen glatten Betrag zahlen muss. Aber tatsächlich, 58 Euro. Und wenn ich da jetzt noch 2 Euro irgendwas drauf rechne für Dill und Wraps, bin ich bei 60 Euro immer noch unter Budget. Ja, freue ich mich sehr. Und das bringt mich zum letzten Punkt dieses Videos, zu unserer Speiseplanung. Was habe ich geplant mit diesen Lebensmitteln? Was möchte ich daraus kochen? Und ich muss direkt sagen, dass für viele der Gerichte ich gar nicht so viel noch zusätzlich einkaufen musste. Das ist auch mit der Grund, weswegen ich unter Budget bin. Und Grund dafür ist, sage ich jetzt mal, ja, Planung. Indem man vorher durch die Küchenschränke geht und guckt, was haben wir noch da? Was kann ich noch verwenden für jetzt die nächste Woche? Und das
erste Gericht ist, ich glaube, ich habe es auch in meinem letzten Food Haul und Speiseplan Video erwähnt, ist Falafel, also Wraps mit Falafel, weil es einfach so lecker ist. Und Kichererbsen haben wir noch en masse. Da mache ich die Falafel selber draus und sonst braucht man Salat, Gurke, Paprika, eine Soße aus, man kann auch ein paar Möhren raspeln. Dann mache ich eine Soße aus Joghurt. Den Joghurt habt ihr gesehen. Und ich habe auch beim letzten Mal den Tipp bekommen, in den Joghurt ein bisschen Harissa mit reinzurühren. Sehr gute Idee, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, und das ist einfach ein richtig super leckeres Gericht. Und da braucht man gar nicht so viel für. Dann haben wir ein tunesisches Gericht geplant, das Noisette heißt. Das sind ja wie so kleine Nüdelchen, die man hier in Deutschland nicht bekommt, die wir aber noch hier haben, jede Menge. Das heißt, das musste ich auch nicht einkaufen. Da will, also man kocht eine Tomatensauce und da macht man Gemüse mit da rein. Wir machen immer ganze Zwiebeln, Möhre, Paprika und Kichererbsen und dann wird das gekocht und oben drüber wird dann halt dieses Noisette, diese nudelartigen Dinger werden dann halt darüber gedämpft und dann wird das hinterher die Soße mit den Noisette wird dann gemischt und dann kommt es nochmal kurz in den Ofen und dann isst man das alles zusammen und das ist saulecker und auch dafür braucht man wirklich nicht viel. Ja, traditionell wird das übrigens mit Fleisch gegessen, aber da wir jetzt im Urlaub in Tunesien wirklich ja, Fleisch en masse hatten, brauche ich da erstmal eine Pause jetzt. Also es ist, glaube ich, auch wirklich kein Gericht irgendwie mit Fleisch geplant diese Woche. Essen wir sonst immer auch sowieso generell eher selten, aber diese Woche halt so gar nicht. Dann möchte ich einen Gemüsestrudel machen und ich habe mir vor einigen Wochen da mal selber so ein, ja, so ein Rezept improvisiert und das war so lecker, aber noch nicht so ganz das. Es war noch zu viel Soße und so weiter und möchte das halt noch verfeinern. Ich möchte das, ja, richtig gut machen und würde nämlich auch gerne mal wieder so ein Rezeptvideo machen und ja, da würde ich das dann halt ganz gerne mit reinnehmen. Deswegen diese Woche gibt es Gemüsestrudel, der ist nämlich saulecker, sage ich schon mal. Dafür braucht man gar nicht viel, halt Gemüse, Blätterteig. Und ich habe Creme Fraiche dafür gekauft und dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die dann da in die Soße mit reinkommen. Super lecker. Dann auch ein ganz simples, aber richtig, richtig leckeres Gericht ist ein großer, bunter, gemischter Salat mit Ofenkartoffeln. Also diese Ofenspalten und dazu dann Kräuterquark. Ich habe das irgendwann vor ein paar Monaten gemacht und das war so lecker. Das ist einfach so ein einfaches Gericht. Aber wenn da halt die Würze stimmt, das ist so, da kann man sich reinlegen. Es ist so simpel, aber halt so ein Seelengericht für mich irgendwie. So Kartoffelspalten, richtig geil gewürzt aus dem Ofen und dann in so einen richtig leckeren Kräuterquark, ist einfach mega lecker. Und dazu dann so ein richtig, so ein schöner, frischer Salat mit allem, was man findet, ist der Hammer. Und auch hier sieht man dann, wie man die einzelnen Lebensmittel ja auf verschiedene Gerichte aufteilen kann. Den Salat brauche ich für dieses Gericht, also den Grünsalat jetzt beispielsweise und aber auch für die Falafel-Wraps. Also, ne? Tortellini. Ihr habt die Tortellini gesehen und eins meiner Lieblingsgerichte ist Tortellini in Sahnesoße mit Brokkoli und Pilzen. Das ist einfach so lecker. Aber es ist halt eine Sahnesoße, deswegen mache ich das nicht so häufig. Aber diese Woche muss es sein. Diese Woche, ich habe da so Hunger drauf. Deswegen wird es diese Woche gekocht. Und ganz gerne ab und zu mache ich auch mal ein bisschen Mais da rein. Deswegen habe ich, glaube ich, auch den Mais auf die Liste gesetzt. Unter anderem aber auch für den Salat. Zwei Gerichte habe ich noch, für die man überhaupt nicht viel braucht. Beziehungsweise für die man Reste verwenden kann. Curry ist halt so ein typisches Resteessen bei uns. Da kommen halt sämtliche Gemüsereste am Ende der Woche dann in die Pfanne. Und dann wird das aber richtig lecker gewürzt. Ich mache auch, also ich kaufe halt keine Currypaste. Was wir immer hier haben, ist Harissa Arabi. Das ist frische Harissa, also nicht die in den Tuben, die man auch hier im Supermarkt kaufen kann. Das Frische bekommt man hier eigentlich leider nicht oder kein leckeres. Aber das bringen wir halt auch immer zur Genüge dann aus Tunesien mit. Das heißt, da haben wir ganz, ganz viel von dem Kühlschrank und ich mache ein bisschen davon dann rein und dann noch ganz viel leckere Gewürze und Currypulver und Kurkuma und halt eine Dose Kokosmilch, die wir noch hier haben.
Und dann ist das auch, obwohl es so ein Restegericht ist, irgendwie schmeckt auch das sau lecker. Und ja, ich habe das jetzt mit Reis geplant, mache das aber auch ganz gerne dann mal mit Quinoa, je nachdem, was noch da ist. Und das letzte Gericht ist ein Couscous, aber nicht das Couscous, das wir sonst immer kochen und wo ich auch schon mal ein Rezeptvideo zugemacht habe, sondern es ist eine besondere Art von Couscous, es heißt Couscous Besbes. Besbes ist eigentlich so das Grün vom Fenchel. Und da kommt nämlich ganz viel von rein. Im Prinzip ist es eine sauscharfe Tomatensauce. Dann kommen dann auch noch so diese kleinen, so kleine Peperoni werden dann da noch so reingezupft. Und dann kommt da ja ganz viel von diesem Besbes rein. Und dann wird das mit dem gedämpften Couscous gemischt und ist sauscharf, aber auch saulecker. Statt Besbes, also hier, was wir immer dann kaufen als Ersatz sozusagen für dieses Fenchelgrün, weil man braucht einfach echt super viel und ich kaufe jetzt nicht 10 Fenchel, um so ein bisschen von dem Grün zu kriegen. Wir kaufen stattdessen immer Dill. Geht auch. Schmeckt auch super lecker. Haben wir ewig nicht mehr gegessen und offensichtlich, wenn wir das kochen, gibt es für unseren Sohn dann etwas anderes zu essen. So viel zum Food Haul und zu unserer Speiseplanung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nicht vergessen, Daumen nach oben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Und ich sage bis dann. Tschüss.